die DNA-Analyse. Die sieht ja furchtbar aus. Haben Sie das gesehen? Das war kein Ernst. Ich weiß nicht. Autopsie. Mysteriöse Todesfälle. Heute in Autopsie. Eine Geschäftsfrau aus Houston, Texas, wird ermordet in ihrem Büro aufgefunden. Rita Cowan wurde kaltblütig mit einem Kabelbinder erdrosselt. Wir glaubten, dass die Tat geplant war, denn die Mordwaffe, den Kabelbinder, hatte der Täter mitgebracht. Bei einem Hausbrand kommen Randy Rowe und seine beiden Stiefkinder ums Leben. Jetzt müssen die Ermittler der Feuerwehr klären, ob es sich um einen Unfall oder um Brandstiftung handelt. Wir gruben den Bauschutt um und versuchten herauszufinden, was das Feuer ausgelöst hatte. Unfall am Blue Ridge Parkway. Eine Frau hat offenbar die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist in eine Schlucht gestürzt. Als der Gerichtsmediziner wenig später ihre Leiche untersucht, wird er stutzig. Die Verletzungen, die ich hier entdeckte, waren nicht typisch für einen Autounfall. Januar 1996, Houston, Texas. Es ist später Nachmittag, als Jerry Cowan sich auf den Weg zu seiner Frau macht. Rita Cowan betreibt eine Firma, die Lagerräume vermietet. Als er gegen 5:30 am Büro eintrifft, stellt Cowan verwundert fest, dass die Tür offen steht, obwohl eigentlich schon geschlossen sein müsste. Als Jerry hineingeht, bemerkt er sofort, dass das Büro durchwühlt worden ist. Dann entdeckt er seine Frau. Sie liegt im Hinterzimmer, tot. Verzweifelt ruft Jerry Cowan bei der Polizei an. Geschockt erklärt er dem Officer die Situation. Kurze Zeit später sind Polizei und Spurensicherung am Tatort. Rita Cowan wurde offenbar mit einem Kabelbinder stranguliert. Außerdem hatte der Täter sie an Händen und Füßen gefesselt. Die Polizisten bemerken, dass sich eine Hand aus der Fessel gelöst hat. Das könnte bedeuten, dass Rita verzweifelt versucht hatte, sich zu befreien. Für Detective Ben Beal sieht alles so aus, als ob der Täter nicht nur töten wollte, sondern auch quälen. Es war eine sehr brutale Art zu sterben. Den Kabelbinder um den Hals. Unser Opfer wusste, dass es sterben würde. Es gab keine Möglichkeit, dass sich dieses Band von ihrem Hals lösen würde. Das Motiv war wahrscheinlich Raub. Wir glaubten, dass das eine geplante Tat war, denn die Mordwaffe, diese Kabelbinder, hatte der Täter mitgebracht. Die Spurensicherung sieht sich im Büro um. Man hofft, einen Hinweis auf den Killer zu finden. Da fast das gesamte Geld aus der Kasse der Cowans fehlt, gehen die Cops von einem Raubmord aus. Doch da gibt es noch etwas, was Detective Beals Aufmerksamkeit erregt. Es ist ein zum Teil ausgefüllter Mietvertrag. Auf dem Ladentisch lag ein Vertrag über die Anmietung eines Lagerraums. Alle Informationen zur Firma und die Nummer des Raumes waren bereits ausgefüllt. Das Einzige, was fehlte, war der Name des Kunden. Hatte der Täter vielleicht zunächst Interesse an einem Lagerraum vorgetäuscht? Die Cops wissen, dass die Chance, den Mörder zu finden, in den ersten 48 Stunden am größten ist. In jedem Mordfall fangen wir mit der Suche nach dem Mörder in der Familie des Opfers an. So befragt Detective Beal zunächst den Ehemann des Opfers, Jerry Cowan. Er konnte uns ein lupenreines Alibi liefern. Zum Zeitpunkt der Tat war er arbeiten. Ritas Leiche wird obduziert. Der Gerichtsmediziner entdeckt tiefe Abschürfungen an ihrem Hals. Der Mörder hatte den Kabelbinder mit viel Kraft zugezogen. Rita hatte keine Überlebenschance. Außerdem weisen ihre Handgelenke und Fußknöchel erhebliche Blutergüsse auf. Als Todesursache vermerkt der Mediziner in seinem Bericht, dass das Opfer erdrosselt wurde. Beim Erdrosseln ist der zum Tode führende Mechanismus das Abdrücken der Halsschlagadern. Wenn die Halsschlagadern beidseits vollständig abgedrückt sind, wird der Betroffene nach 5 Sekunden bewusstlos, handlungsunfähig. Und nach weiteren 5 bis 10 Minuten kommt es dann zum Todeseintritt, nachdem der Kabelbinder aus seiner Position nicht mehr verrutscht. Wenn er mal so weit zugezogen ist, muss man dann nicht mal mehr Kraft aufwenden, man muss nicht mal mehr persönlich anwesend sein. Das erledigt sich quasi von selber.
Der Kabelbinder, den der Killer als Mordwaffe benutzt hatte, sowie die Handfesseln, werden zur Analyse ins Harris County Crime Lab gebracht. Dort untersucht sie der Kriminaltechniker Matthew Clemens. Ein solches Tatwerkzeug hinterlässt auf der Hautoberfläche ein dreidimensionales Muster. Das ist der Unterschied beispielsweise zu einem Blatt Papier, auf dem nur zweidimensionale Spuren zurückbleiben. Hier müssen wir versuchen, die dritte Dimension zu erkennen. Und dazu müssen wir Auge und Geist trainieren. Kabelbinder, wie der, mit dem Rita erdrosselt wurde, werden normalerweise in der industriellen Verarbeitung benutzt, vor allem zur Installation von Elektro- und Belüftungssystemen. Clemens untersucht die Mordwaffe auf Besonderheiten, die vielleicht weitere Anhaltspunkte liefern können. Die Enden des Kabelbinders waren abgeschnitten worden. Es waren eindeutig Schnittmerkmale zu erkennen. Und diese Schnittmerkmale stammen nach Ansicht des Kriminaltechnikers von einer Drahtzange. Diese Drahtzangen haben eine Klinge und die hatte sich durch das Plastikband gebohrt. Die Oberfläche der Klinge kann aber mit der Zeit Kratzer bekommen, wodurch sie sich von anderen unterscheidet. Diese Kratzer hinterlassen dann Streifen, die wir miteinander vergleichen können. Sie sind also genauso individuell wie ein Fingerabdruck und dadurch eindeutig zu identifizieren. Die Chance, anhand der Tatwaffe vielleicht auch den Mörder identifizieren zu können, bringt die Ermittlungen einen großen Schritt weiter. So etwas kann den Durchbruch bedeuten. Wenn man keine Fingerabdrücke zur Verfügung hat oder etwa DNA und auch sonst keine Beweise, können solche Merkmale letzten Endes die entscheidende Verbindung zwischen dem Verdächtigen und dem Tatort beweisen. Wenn solche Merkmale also vorliegen, dann stehen die Chancen gut, eine Identifizierung zu erreichen. Clemens Kollegin Gail Mills untersucht nun auch den Mietvertrag, der am Tatort gefunden wurde, auf Fingerabdrücke. Als das Dokument entdeckt wurde, war es bereits teilweise ausgefüllt. Es war also höchstwahrscheinlich angefasst worden. Wenn eine Person einen solch porösen Gegenstand wie eben dieses Papier anfasst, dann werden die Rückstände der Finger auf das Dokument übertragen. Und in diesen Rückständen befinden sich Fette, Öle, Salze und Aminosäuren. Mills benutzt eine Chemikalie namens DFO, um mögliche Fingerabdrücke sichtbar zu machen. DFO reagiert mit den Aminosäuren, die die Finger zurückgelassen haben. Sobald das Papier trocken ist, kann es mit einem periodischen Licht auf Abdrücke untersucht werden. Dieses Licht ist sehr intensiv und daher in der Lage, die einzelnen Spuren sichtbar zu machen. Die Wellenlänge des Lichts variiert und bringt dadurch die Quelle zum Fluoreszieren. Ich habe also dieses Dokument mit dem Licht bearbeitet, denn wenn es auf ihm tatsächlich einen verborgenen Abdruck gibt, dann würde er beginnen zu fluoreszieren. Und tatsächlich, Mills kann einen Fingerabdruck sichern, der nicht dem Opfer zugeordnet werden kann. Um ihn sichern zu können, mussten wir jetzt den Abdruck fotografieren. Und das tat ich dann auch. Der Fingerabdruck ist ein weiterer vielversprechender Hinweis auf den Mörder von Rita Cowan. Im Januar 1996 wird die texanische Geschäftsfrau Rita Cowan brutal ermordet. Den Ermittlern gelingt es zunächst unter anderem, einen Fingerabdruck auf einem Mietvertrag sicherzustellen. Ein Fingerabdruck, der vielleicht vom Mörder stammen könnte. Im Harris County Sheriff's Office überprüft Detective Beal alle Hinweise. Gemeinsam mit dem Ehemann des Opfers, Jerry Cowan, stellt er eine Liste aller Dinge auf, die aus der Geldkasse am Tatort entwendet worden sein könnten. Jerry erinnerte sich, dass er und seine Frau zwei oder drei Tage vor dem Mord zwei Schecks von einem Lebensmittelladen in ihrer Nähe bekommen hatten. Diese wollten sie dafür nutzen, um selbst Rechnungen zu bezahlen. Ein Scheck war auf mehrere hundert Dollar ausgestellt. Mit ihm wollten sie eine Leasingrate für ihr Auto bezahlen. Der zweite war auf $10 ausgestellt.
In der Hoffnung, dass der Killer die Barschecks vielleicht bereits eingelöst haben könnte, wendet sich Detective Beale an die infrage kommenden Banken. Und tatsächlich gibt es schon wenig später eine Rückmeldung von einer der Banken. Endlich kommt Bewegung in den Fall. Sie hatten herausgefunden, dass mit dem höheren Scheck bezahlt worden war. Sie schickten mir eine Kopie des Schecks. Auf Vorder- und Rückseite waren die Namen des Ausstellers und auf der Rückseite zur Bestätigung der Name einer weiteren Person. Der Scheck über 400 Dollar war im Eishaus einer lokalen Bar eingelöst worden. Aber wer hatte ihn unterschrieben? Auf der Vorderseite war zu erkennen, dass ein gewisser Roy Landry den Scheck eingelöst hatte. Er wohnte im Süden von Houston. Der Scheck ist auch auf der Rückseite unterschrieben worden. Allerdings ist nur der Vorname zu erkennen. Er lautet Bill. Wir überprüften Mr. Landrys Vergangenheit. Wir fanden schließlich heraus, dass er schon früher mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war. Das machte ihn natürlich für uns zum Verdächtigen in dem Fall. Und diesen Verdächtigen so schnell wie möglich zu finden, ist die nächste Aufgabe für Detective Beale. Wir besorgten uns ein Fahndungsfoto von Roy Landry und stellten eine Fotokollage zusammen. Dann fuhren mein Kollege und ich zum Eishaus. Als die Cops dem Inhaber des Eishaus diese Fotosammlung vorlegen, erkennt der keinen der Männer auf den Bildern wieder. Mit dem Vornamen Bill kann er aber sehr wohl etwas anfangen und auch mit den Unterschriften auf den Schecks. Der Barmann hat sogar noch einen weiteren Scheck von ihm da. Er war geplatzt, als er bei der Bank eingelöst werden sollte. Die Unterschriften auf beiden Schecks sind identisch. Sie haben den Namen sofort als den von Bill Katzner identifiziert. Er hatte in der Bar die Kühlsysteme und die Klimaanlage installiert. Die Ermittler wollen sich nun die beiden verdächtigen Männer Katzner und Landry vornehmen. Wir konnten mit Mr. Landry Kontakt aufnehmen. Er kam zu uns auf das Morddezernat und konnte uns wichtige Informationen zu Mr. Katzner geben. Danach waren wir in der Lage, den zweiten Mann ausfindig zu machen. Denn Landry kann den Ermittlern auch sagen, wo Bill Katzner wohnt. An den meisten Fenstern waren noch nicht einmal Vorhänge. Drinnen waren kaum Möbel zu sehen. Alles in allem sah es eher danach aus, dass das Haus leer stand. Katzner ist nicht zu Hause. Aber nach kurzer Zeit macht Detective Beale eine überraschende Entdeckung. Als ich zurück zu unserem Auto ging, sah ich auf einmal einen dieser weißen Kabelbinder. Er steckte im Kies. Er war absolut identisch mit denen, die in dem Mord benutzt worden waren. Obwohl sie nun einen eindeutigen Hinweis in der Hand haben, ist er immer noch zu wenig, um Katzner festzunehmen. Bei einer weiteren Überprüfung finden die Ermittler heraus, dass Katzner mit den Zahlungen für seinen Pickup in Verzug gewesen ist. Vor wenigen Wochen hatte der Autohändler das Fahrzeug schließlich wieder mitgenommen. Der Name des Autohauses: A&W Motors. Die Ermittler befragen den Händler. Er erinnert sich gut an Katzners roten Pickup. Er erklärte uns, dass er den Pickup wieder zurückgenommen habe. Katzners persönliche Papiere und sein Werkzeug waren aber noch in dem Auto. Katzner wollte später vorbeikommen und sie abholen. Doch er ist nie aufgetaucht. Der Autohändler hatte daraufhin die Sachen aus dem Pickup genommen, sie in eine Kiste gesteckt und in einem seiner Lagerhäuser aufbewahrt. Als die Ermittler Katzners Sachen sehen, erkennen sie sofort, dass sie auf der richtigen Spur sind. Doch um die möglichen Beweisstücke für eine eingehende Untersuchung mitnehmen zu können, müssen sie sich zunächst einen Durchsuchungsbefehl besorgen. In der Kiste steckten genau solche Kabelbinder, wie sie in unserem Fall benutzt worden waren. Da wir es hier mit einem Mord zu tun hatten, wollten wir keine Zeit verlieren. Nur mit einem Durchsuchungsbefehl konnten wir uns Katzners Sachen genauer ansehen. Wenig später, mit einem Durchsuchungsbefehl ausgestattet, kehren die Ermittler zum Autohändler zurück. Als sie Katzners Kiste durchsuchen, entdecken sie jede Menge wichtige Hinweise. Sie finden nicht nur mehrere Kabelbinder, wie sie bei dem Mord an Rita Cowan benutzt worden sind, sondern auch einen 10-Dollar-Scheck. Wenig später halten die Cops auch eine Durchschrift des Mietvertrages für den Lagerraum in den Händen. Das Original hatte man am Tatort sicherstellen können. Schließlich
Schließlich finden die Ermittler auch eine Drahtzange in der Kiste. Ein Volltreffer. Denn nach Erkenntnissen des Kriminaltechnikers hatte der Täter eine solche Art von Werkzeug dazu benutzt, die Fesseln zurechtzuschneiden, die er Rita Cowan angelegt hatte. Aufgrund dieser Beweisstücke, die aus Katzners Auto stammten, waren wir endlich in der Lage, einen Haftbefehl für Bill Katzner zu bekommen und ihn des Mordes im Fall Harris County anzuklagen. Kurze Zeit später kann William Richard Katzner aufgespürt werden. Er wird verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Währenddessen vergleicht die Kriminaltechnikerin Gail Mills seine Fingerabdrücke mit dem, der am Tatort gesichert werden konnte. Mills hatte ihn nach einem aufwendigen Verfahren sichern können. Diesen Abdruck verglich ich nun mit den Fingerabdrücken von Richard Katzner, dem Hauptverdächtigen. Wenig später konnte ich den Abdruck dann zweifelsfrei als den von Katzner identifizieren. Der Fingerabdruck bestätigt, Katzner ist in Rita Cowans Büro gewesen. Aber hatte er sie auch getötet? Die Ermittler hoffen, dass Katzners Sachen, die bei dem Autohändler gefunden worden waren, ihren Verdacht bestätigen können. Kriminaltechniker Matthew Clemens weiß bisher, der Kabelbinder, mit dem Rita Cowan gefesselt wurde, ist mit einer Drahtzange durchschnitten worden. Nun will er Katzners Drahtzange mit den hinterlassenen Schnittmerkmalen an den Fesseln vergleichen. Weil ich die Kabelbinder aus der Kiste mit denen vom Tatort vergleichen musste, machte ich zunächst Testschnitte mit der Drahtzange. Dabei musste ich darauf achten, sie nicht zu beschädigen. Nachdem er ein paar Testschnitte gemacht hat, vergleicht Clemens die Stücke unter dem Mikroskop. Er vergleicht die Kratzer, Streifen und Schnittstellen des Beweisstückes mit seinem Teststück. Wenig später kann Clemens bestätigen, es war Bill Katzners Drahtzange, mit der der Kabelbinder durchschnitten worden ist, mit dem Rita Cowan gefesselt worden war. Die forensischen Beweise, der Fingerabdruck, die Merkmale auf den Kabelbindern zeigten eindeutig, dass Bill Katzner derjenige gewesen sein muss, der diesen Mord ausgeführt hatte. Und nur Bill Katzner. Als man ihn schließlich zum Tode verurteilte, hat er das bekommen, was er verdient hat. William Richard Katzner wurde wegen Mordes an der Geschäftsfrau Rita Cowan zum Tode verurteilt und 6,5 Jahre nach der Tat am 7. August 2002 hingerichtet. Februar 1992, Boise, North Carolina. Es ist noch früh am Morgen, als bei der Notrufzentrale des Police Departments ein Anruf eingeht. Ein Mann meldet, dass in seiner Straße ein zweistöckiges Haus brennt. Er befürchtet, dass die Leute, die in dem Haus leben, noch schlafen, denn es ist schließlich erst kurz vor 4 Uhr. Innerhalb weniger Minuten sind Feuerwehr und Rettungskräfte vor Ort. Flammen und schwere Rauchwolken schlagen aus dem Haus. Während sich einige Feuerwehrmänner sofort daran machen, den Brand unter Kontrolle zu bringen, erkämpfen sich andere einen Weg durch die Flammen ins Innere des Hauses, auf der Suche nach der vierköpfigen Familie. Im zweiten Stock schließlich entdecken sie einen Mann. Es ist Randy Rowe, der Mieter der Wohnung. Er liegt bewegungslos auf dem Bett. Wenige Meter neben Randy finden sie ein kleines Mädchen und im Zimmer nebenan schließlich einen Jungen. Sofort werden alle drei aus der Gefahrenzone geborgen. Doch trotz unermüdlicher Arbeit der Sanitäter kann bei den Opfern nur noch der Tod festgestellt werden. Die Polizei informiert die Mutter der beiden Kinder, Robin Rowe. Sie hat die Nacht bei ihrer Freundin verbracht. Kurze Zeit später trifft die schockierte Frau am Haus ein. Als das Feuer endlich gelöscht ist, beginnt Fire Marshal Doug McGrew mit seinen Untersuchungen. Wir fingen damit an, nach dem Brandherd zu suchen. Das ist Routine. Auch sehen wir uns das Haus immer noch von außen an. Wir können so herausfinden, wo am wenigsten Schaden entstanden ist. Dann arbeiten wir uns zu dem Bereich vor, an dem das Feuer den meisten Schaden angerichtet hat. Den untersuchen wir dann sehr genau, graben den Brandschutt um und versuchen zu klären, was das Feuer auslöste. Die Brandexperten machen eine Entdeckung, die ihr Misstrauen weckt. Der Hauptschalter, der normalerweise den lebensrettenden Brandmelder mit Strom versorgt, ist abgeschaltet. Allerdings ist das noch keine Erklärung dafür, wie es zu dem tödlichen Feuer kommen konnte.
Während die Ermittler weiter nach der Brandursache forschen, werden die Leichen von Randy Rowe und von seinen beiden Stiefkindern Joshua und Tabitha obduziert. Der Gerichtsmediziner findet tödliche Mengen von Ruß und Kohlenmonoxid in den Lungen der Opfer. Damit ist die Todesursache geklärt. Alle drei sind an den Folgen einer Rauchvergiftung gestorben. Die entsprechenden Gase werden eingeatmet. Sie verdrängen den Sauerstoff von den roten Blutkörperchen. Und die Regulation des Körpers ist so, dass man damit kein Erstickungsgefühl empfindet. Das heißt, man schläft allmählich weg. Man erstickt langsam vor sich hin, aber ohne es zu bemerken. Das ist im Prinzip dieselbe Situation wie der Selbstmord durch Autoabgase in der Garage. Es ist ein allmähliches Hinüberdämmern, ohne Warngefühl, ohne Erstickungsgefühl, ohne Todesangst und Ähnliches. Und damit hat man ohne Rauchmelder praktisch keine Chance. Unterdessen laufen die Untersuchungen vor Ort auf Hochtouren. Als Brandexperten die Spur des Feuers verfolgen, entdecken sie dabei einige Kleidungsstücke auf dem Teppich. Über diese war anscheinend eine brennbare Flüssigkeit geschüttet worden. Sonderbar ist allerdings die Platzierung. Der Rauch, der bei der Verbrennung der Kleider entstanden ist, konnte direkt in das Entlüftungssystem des Hauses gelangen. Die Ermittler nehmen einige der verkohlten Kleidungsstücke für eine Laboranalyse mit. Alles deutet auf einen Brand hin, der vorsätzlich gelegt worden ist. Doch wer hatte ein Motiv für eine solch grausame Tat? Um den Verdacht der Brandstiftung zu untermauern, werden die am Tatort gesicherten Kleidungsstücke in das Kriminallabor nach Pocatello in Idaho gebracht. Dort arbeitet die Gerichtsmedizinerin Susan Williamson. Sie beginnt damit, die Reste der Kleidungsstücke auf Brandbeschleuniger zu untersuchen. Zuerst befestigt sie ein Holzkohleband in einer Dose, in der die Proben stecken. Diese versiegelte Dose wird dann in einem Ofen für mehrere Stunden erhitzt. Wenn sich nun an den Proben brennbare Flüssigkeit befindet, bewirkt die Hitze, dass diese verdampft. Der Dampf wird dann vom Holzkohleband in der Dose aufgenommen. Nach dem Erhitzungsverfahren entfernt Susan Williamson das Holzkohleband wieder aus der Dose. Um den aufgesogenen Dampf zurück in seine flüssige Ursprungsform zu bringen, wird ein hochentwickeltes Verfahren angewendet. Susan Williamson analysiert das Ergebnis. Eine der Proben wies tatsächlich Rückstände einer brennbaren Flüssigkeit auf. Ich identifizierte ein schweres Petroleumdestillat. Dieses Destillat beinhaltet zum einen Teile von Kerosin und zum anderen Dieselkraftstoff und Teile von Heizöl. Damit steht fest, dass es tatsächlich Brandstiftung gewesen ist. Die Ermittler wollen noch einmal das Alibi von Robin Rowe, der Witwe und Mutter der Brandopfer, überprüfen. Doch ihre Freundin Joan McHugh kann bezeugen, dass Robin die ganze Nacht über bei ihr gewesen ist, weil es zwischen ihr und ihrem Ehemann Randy zu einem Streit gekommen war. Sie sagte mir, dass das schon eine ganze Weile so ging, aber sie hatte niemandem bisher davon erzählt. Doch seit 4 oder 5 Wochen würde die Situation zu Hause eskalieren. Einige Male waren sie und ihre Kinder zwischen 22 und 23 Uhr zu mir gekommen, weil sie vor Randy geflohen sind. Ermittler Rainey will dieser Aussage nachgehen und befragt weitere Freunde von Randy und Robin Rowe. Als ich dazu ein befreundetes Ehepaar befragte, sagte dieses aus, dass es ihrer Meinung nach nie zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Also ließ ich die Sache auf sich beruhen. Dennoch beschließt Rainey, sich Robin Rowes Familienverhältnisse etwas genauer anzusehen. Mithilfe seiner Kollegen findet er heraus, dass Robin vor circa 15 Jahren schon einmal einen Sohn verloren hat. Der damals 6 Jahre alte Junge starb bei einem schweren Feuer in ihrem Haus in Carolina. Die Brandursache konnte damals aber nicht festgestellt werden. Dennoch werden die Ermittler hellhörig. Kann das Zufall sein? Oder hat Robin Rowe mit dem Brand, der ihre Familie auslöschte, etwas zu tun? Robin Rowe wird zur Hauptverdächtigen in dem Fall. Doch die Ermittler wissen, bei ihrem eindrucksvollen Alibi wird es ein hartes Stück Arbeit, ihr die Tat nachzuweisen. Um die Ermittlungen voranzubringen, werden erneut Kollegen und Freunde des Ehepaars befragt. Ein Arbeitskollege sagt schließlich aus, dass Robin wenige Tage vor dem verheerenden Feuer einen Abstellraum gemietet habe. Er habe ihr dabei geholfen, einige ihrer persönlichen Sachen dorthin zu bringen. Ermittler Rainey und seine Kollegen prüfen die Angaben.
Und tatsächlich, sie finden einige Kisten mit Robins persönlichen Papieren. Dazwischen auch einen Briefumschlag mit mehreren $100. Dann stoßen die Cops auf verschiedene Lebensversicherungen, die auf Robins Mann Randy und die beiden Kinder Joshua und Tabitha ausgestellt sind. Robin ist jeweils als Begünstigter angegeben. Im Falle des Todes der drei anderen Familienmitglieder erhält sie von der Versicherung $275.000. Die Ermittler sind mit der Durchsuchung zufrieden. Endlich haben sie ein mögliches Mordmotiv. Sie hatte Lebensversicherungen abgeschlossen, und zwar mehrere. Allein zwei davon hatte Robin auf die Kinder ausstellen lassen. Das war am 24. Januar. Und am 10. Februar war das Feuer. Aufgrund des dringenden Tatverdachts kommt Robin Rowe in Untersuchungshaft. In der Hoffnung, nun auch ihr Alibi knacken zu können, gehen die Ermittler mit dem Fall an die Presse. Und sie haben Glück. Ein Zeitungsausträger meldet sich und sagt aus, er habe gerade seine Auslieferung gemacht, als er ein Auto gesehen habe, das vom späteren Tatort weggefahren sei. Der Mann kann den Wagen gut beschreiben. Ein älteres, viertüriges Modell mit rechteckigen Schlusslichtern. Es sei circa 4 Uhr morgens gewesen. Detective Ken Smith bittet den Mann, auf die Polizeistation zu kommen. Wir hatten arrangiert, dass ein ähnliches Auto wie das von Robin Rowe hinter dem Haus steht. Wir gingen dann mit ihm hinüber und ließen ihn sich die Fahrzeuge ansehen. Nach kurzer Zeit zeigte er dann auf das, das dem von Robin Rowe am ähnlichsten war. Er war sich sicher, dass es die gleiche Form und Farbe hatte wie das, das er gesehen hatte. Bei einem nächtlichen Brand in Boise, North Carolina, kommen Randy Rowe und seine beiden Stiefkinder Joshua und Tabitha ums Leben. Als die Ermittler verschiedene Lebensversicherungen bei der Mutter Robin finden, sind sie von der Schuld der Frau überzeugt. Obwohl die Ermittler Robin Rowe ein Motiv für ihre Tat vorweisen können, ist da immer noch ihr Alibi. Joan McHugh, die Freundin der Verdächtigen, schwört, dass Robin zum Zeitpunkt des Feuers bei ihr gewesen sei. Und die Polizisten glauben Joan. Doch sie glauben auch, dass Robin es irgendwie geschafft haben muss, in der Nacht unbemerkt die Wohnung zu verlassen und zum Haus der Familie zu fahren. Ich hatte eine Idee. Um herauszufinden, ob Robin wirklich in der Wohnung war, wollte ich, dass Joan ihre Freundin Robin mit etwas konfrontiert. Sie sollte behaupten, dass sie nachts gegen 3.30 Uhr, also zu der Zeit, als das Feuer gelegt worden sein muss, aufgestanden sei. Sie sei nach unten gegangen, um ein Glas Wasser zu trinken. Da sei Robin allerdings nicht da gewesen. Joan McHugh ist einverstanden. Sie will Robin, wenn diese das nächste Mal aus der Untersuchungshaft anruft, mit der falschen Geschichte aus der Reserve locken. Ich wusste, dass ich mich nicht für Detective Rainey einsetzen sollte, aber er glaubte wohl, dass sie irgendwann während des Gesprächs ihr Alibi zerstören würde. Ich hingegen war mir sicher, dass das nicht passieren würde und dass er dann dumm dastehen würde. Denn sie war unschuldig. Keine Mutter tötet ihre eigenen Kinder. Deshalb war ich einverstanden, das Telefongespräch aufzuzeichnen. Am Abend des 20. Februar kommt schließlich der erwartete Anruf. Joanne, hier ist Robin. Ich muss mit dir über etwas reden. An dem Morgen bin ich nach unten gegangen und du warst nicht hier, Robin. Wo warst du? Ja, ich weiß. Ich war draußen. Robin erzählt, sie sei gegen 3.30 Uhr aufgewacht. Sie habe eine Vorahnung gehabt, dass ihrer Familie etwas Schlimmes zustoße. Sie habe sich dann mit ihrer Psychiaterin getroffen und circa eine Stunde mit ihr gesprochen. Der Polizei gegenüber hatte Robin aber ausgesagt, dass sie das Haus zu keinem Zeitpunkt verlassen habe. Robin Rowe hat somit ihr Alibi zerstört. Es war schrecklich. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte ja alles aufgezeichnet und auf Band. Sollte ich jetzt Gary von der Polizei anrufen oder sollte ich das Band in den Müll werfen? Niemand hätte es je erfahren. Doch ich würde es wissen. Und das hört sich vielleicht dramatisch an, aber Randy und die Kinder hatten Besseres verdient. Also rief ich Gary an. Das ist der Durchbruch, auf den die Ermittler gehofft haben. Robin Rowe wird angeklagt. Nach einem aufreibenden Prozess wird sie von einer Jury der Brandstiftung und des Mordes an ihrem Mann Randy und ihren beiden Kindern Joshua und Tabitha schuldig gesprochen. Sie wird zum Tod verurteilt.
Seit dem 16. Dezember 1993 wartet Robin Rowe im Todestrakt in Pocatello, Idaho, auf ihre Hinrichtung. Psychologen können dieses Phänomen ganz einfach erklären. In ihrem Kopf hatte sich festgesetzt, dass sie ohne ihren Mann und ihre beiden Kinder besser dran sei. Und sie wollte das Geld und damit die Möglichkeit, aus der Stadt wegzugehen. Sie hatte alles abgewogen und sich dann für das Geld und ihr neues Leben entschieden. Und so rekonstruieren die Ermittler den Fall. Am frühen Morgen des 10. Februar 1992 begann Robin Rowe damit, ihren Plan zur Ermordung der eigenen Familie in die Tat umzusetzen. Sie schaltete die Stromzufuhr für den Rauchmelder ab. Danach legte sie einige Kleidungsstücke direkt neben einen Lüftungsschacht des Hauses und überschüttete sie mit einem Brandbeschleuniger. Dann zündete sie sie an und verließ unbemerkt das Haus. Sie ließ ihren Mann und ihre zwei Kinder zurück, die die Nacht nicht überleben konnten. August 1995, North Carolina. Eine Frau, die in einem Nationalpark unterwegs ist, wählt den Notruf der Polizei. Als sie an einem Aussichtspunkt im Blue Ridge Parkway angehalten hatte, um sich die Landschaft anzusehen, hat sie einen Transporter bemerkt, der einige Meter tiefer in der Böschung hängt. Niemand scheint sich in dem Auto zu bewegen. Vorsichtig klettern die Männer des Transylvania County Rettungsteams zum Fahrzeug hinunter. Als sie die Fahrertür öffnen, fällt ihnen ein großer Betonklotz vor die Füße. Auf ihm kleben Blutflecken. Eine Frau liegt quer über dem Beifahrersitz. Große, blutige Wunden klaffen an ihrem Kopf. Die Sanitäter überprüfen sofort den Puls der Frau, doch sie können nur noch den Tod feststellen. Vorsichtig wird die Leiche aus dem Auto geborgen und zur Autopsie in die Gerichtsmedizin gebracht. Währenddessen machen sich die Polizisten daran, die Umgebung auf mögliche Hinweise abzusuchen. Sie wollen herausfinden, warum das Auto vom Weg abgekommen ist. Aber sonderbarerweise sind im Kies keine Bremsspuren zu erkennen. Nichts deutet darauf hin, dass die Fahrerin vielleicht plötzlich ausweichen musste. Alles sieht danach aus, als sei die Frau am Steuer eingeschlafen oder habe unter Alkoholeinfluss den Unfall verursacht. Die Feuerwehrmänner machen sich nun daran, den Wagen zu bergen, um weitere Spuren sichern zu können. An der Außenseite der Fahrertür findet die Spurensicherung rötlich-braune Flecken. Ein sofort durchgeführter Schnelltest zeigt, dass es sich um menschliches Blut handelt. Im Wageninnern finden die Cops eine Geldbörse, in der ein Führerschein steckt. Die Fahrerin kann so als die 45-jährige Wendy Kratzert identifiziert werden. Das Verschlussteil eines Ohrsteckers liegt auf dem Boden vor dem Beifahrersitz. Alle Beweisstücke werden gesichert und zur Analyse in ein Kriminallabor gebracht. Der Gerichtsmediziner Dr. Robert Thompson führt unterdessen an der Leiche von Wendy Kratzert die Autopsie durch. Er sucht ebenfalls nach Anhaltspunkten, die erklären können, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte. Nach ersten Tests steht fest, Wendy hatte keine Drogen oder Alkohol zu sich genommen. Insgesamt 5 Frakturen an ihrem Hinterkopf haben schließlich zum Tod geführt. Aber obwohl Wendy nicht angeschnallt gewesen ist, befindet Dr. Thompson die schweren Verletzungen als untypisch für einen Autounfall. Typische Verletzungen durch einen Autounfall gibt es vor allem im Gesicht. Sie entstehen, wenn der Fahrer auf das Armaturenbrett aufschlägt. Doch hier gab es ganz andere Verletzungen. Es war also eher unwahrscheinlich, dass sie bei einem Verkehrsunfall passiert sind. Die Ergebnisse der Autopsie veranlassen die Ermittler, sich die Fotos des Unfallortes noch einmal etwas genauer anzusehen. Dem Blutspurenexperten Andy Klein fällt etwas auf. An der Stelle, an der Wendys Körper nach dem Unfall zum Liegen gekommen ist, befindet sich seltsamerweise kaum Blut.
In der Position, nämlich mit dem Kopf auf dem Boden der Beifahrerseite und den Wunden auf dem Kopf und am Hinterkopf, hätte ich einen größeren Blutfleck auf dem Boden erwartet. Allerdings nur dann, wenn sie sich die Verletzungen tatsächlich im Auto zugezogen hätte. Auch die Tatsache, dass das Blut des Opfers außen an der Fahrertür klebt, ergibt auf den ersten Blick keinen Sinn. Wir fanden verschiedene Blutspritzer auf dem Trittbrett des Wagens. Sie waren irgendwie dorthin gelangt, obwohl die Tür zu war. Irgendwann muss die Tür aber offen gewesen sein und Wendy dort Blut verloren haben. Dieser Hinweis lässt darauf schließen, dass Wendy Kratzer schon geblutet haben muss, bevor sie mit dem Wagen den Abhang hinuntergestürzt ist. Die Polizisten stellen Nachforschungen an. Sie finden heraus, dass Wendy und ihr Mann zusammen ein Ferienhaus besitzen, nur wenige Kilometer vom Unfallort entfernt. Es ist schon dunkel geworden, als die Ermittler an dem Haus eintreffen. Sofort entdecken sie einen großen Blutfleck vor der Tür. Tests zeigen später, dass es sich dabei um Wendy Kratzers Blut handelt. Aber ob ein solcher Blutverlust tatsächlich tödliche Folgen haben könnte, lässt sich nicht genau bestimmen. Das ist ein bisschen schwierig deswegen, weil auch relativ geringere Blutverluste, Viertelliter zum Beispiel, zu massiven Blutverschmierungen, Blutantragungen, Blutlachen an einem Tatort führen können. Wenn aber anhand der Tatortspuren klar ist, dass hier ein Blutverlust in der Größenordnung von deutlich über einem oder gar zwei Litern stattgefunden hat, dann wird das bei sehr schnellem Blutverlust auf jeden Fall zum Tod führen und legt dann ganz eindeutig nahe, dass hier ein Mensch verstorben sein muss. Direkt neben dem Blutfleck entdecken die Cops das Verschlussteil eines Ohrsteckers, ähnlich dem aus dem Unglücksauto. Wenige Zentimeter daneben zeichnet sich auf dem Boden der Umriss eines Gegenstandes ab, bei dem es sich um den Betonblock aus dem Auto handeln könnte. In dem Ferienhaus muss es zu einer folgenschweren Auseinandersetzung gekommen sein. Oder war Wendy Kratzer vielleicht vor einem Einbrecher geflohen und dabei mit ihrem Auto von der Straße abgekommen? Die Cops verschaffen sich Zugang zum Haus. Nichts deutet auf ein gewaltsames Eindringen hin oder darauf, dass das Haus durchwühlt worden ist. Dennoch werden einige persönliche Gegenstände und Papiere der Kratzers mitgenommen. Zur weiteren Analyse werden die Sachen ins Transylvania County Sheriff's Office gebracht. Mittlerweile haben die Ermittler auch herausgefunden, dass Wendys Ehemann Ed Kratzert eine Lebensversicherung in Höhe von $100.000 auf seine Frau abgeschlossen hat. Das wäre zwar ein Motiv für einen Mord, aber Ed hat ein Alibi. Die Ermittler entschließen sich, auch eine Kollegin von Wendy zu befragen. Diese sagt aus, dass Wendy wenige Tage vor ihrem Tod unerwarteten Besuch bekommen habe, über den sie alles andere als glücklich gewesen sei. Wendy hatte sich sehr unbehaglich gefühlt. Die Leute hatten in ihrem Haus ungefragt geraucht. Wendy hatte außerdem bemerkt, dass sie ihre Sachen durchwühlt hatten. In der Hoffnung, einen Hinweis auf die Identität der Besucher zu finden, checken die Ermittler noch einmal die persönlichen Gegenstände, die sie im Ferienhaus von Wendy und Ed gefunden hatten. Mit Erfolg. Die Namen Tom und Luana sind in Wendys Kalender eingetragen. Nachforschungen ergeben, dass es sich bei ihnen um Tom und Luana Harrison handelt, die im 800 Kilometer entfernten Lexington wohnen. Die Ermittler entschließen sich, das Ehepaar zu überprüfen und besorgen sich die Kreditabrechnungen von Tom Harrison. Es fällt auf, dass er mit der Karte einen Tag vor dem Mord ein Hotel in der Nähe der Kratzers und einen Mietwagen bezahlt hatte. Immer mehr deutet darauf hin, dass Tom und Luana Harrison etwas mit dem Mord an Wendy Kratzer zu tun haben. Nur über das Motiv sind sich die Ermittler noch im Unklaren. Wenig später bekommen sie eine Nachricht von der Polizei in Florida. Tom Harrison ist offenbar tot. Als ich am Morgen in mein Büro kam, bekam ich einen Telefonanruf aus dem Manatee County Sheriff's Department. Der Polizist fragte mich, ob ich die Morgenzeitung gelesen hätte. Die Überschrift galt einem Mann, der bei einem Bootsunfall ums Leben gekommen war. Die Wasserschutzpolizei hatte das brennende Boot von Tom Harrison im Golf von Mexiko gefunden. Nachdem das Feuer gelöscht war, suchten Rettungskräfte nach dem Besitzer des Bootes. Aber vergeblich. Tom Harrison bleibt verschwunden. Der Hauptverdächtige im Mordfall Wendy Kratzert wird nun vermisst und ist vermutlich tot.
Weil die Ermittler aber auch damit rechnen müssen, dass Tom Harrison seinen eigenen Tod nur vorgetäuscht hat, engagieren sie das Brandexpertenteam um Marty Redmond. Als ich mir das Boot genauer ansah, bemerkte ich, dass es sich um ein ca. 9 Meter langes Kajütenboot handelte. Es war fast komplett bis zur Wasserlinie herabgebrannt. Nur Teile des Bodens auf der Steuerbordseite waren erhalten. Die Experten können schnell elektronische Probleme als Ursache für das Feuer ausschließen. Aber sie finden heraus, dass das Boot an manchen Stellen mit einer höheren Temperatur gebrannt hat als an anderen. Ein Umstand, der für einen vorsätzlich gelegten Brand spricht. Nach genauer Analyse der Holzteile, die vom Feuer verschont geblieben sind, machen die Brandexperten eine weitere, wichtige Entdeckung. Es sind kleine Kratzer. Die Experten wissen diese Spuren zu deuten. Für den Brandchef stand zweifelsfrei fest, dass bei dem Feuer ein Brandbeschleuniger verwendet worden war. Auch wo es gelegt worden war, konnte er mit Sicherheit sagen. Das alles ergab sich aus den Brandmustern und den verschiedenen Schmelzpunkten der unterschiedlichen Materialien. Das Feuer ist also tatsächlich vorsätzlich gelegt worden. Und es wurden keine menschlichen Überreste im Brandschutt gefunden. Die Ermittler sind sich sicher, dass Tom Harrison den Brand selbst gelegt hat. Und schon bald soll sich auch herausstellen, warum. Die Harrisons haben massive finanzielle Probleme. Und so trifft es sich gut, dass Luana Harrison die Lebensversicherung von Tom kassieren wird. Haben es die Cops hier mit trickreichen Versicherungsbetrügern zu tun? Ich wusste, dass Thomas Harrison nicht tot war und dass dieser Bootsunfall nichts als inszeniert gewesen war. Er wollte davon ablenken, dass er ein Verdächtiger in einem Mordfall war. Das Ganze diente wohl auch dazu, an das Geld der Lebensversicherung zu kommen. Das Haus der Harrisons wird observiert. Und tatsächlich. Tom Harrison erscheint eines Tages quicklebendig und wohlauf in der Garage seines Hauses. Gemeinsam mit seiner Frau Luana schickt er sich an, die Stadt zu verlassen. Wenig später schnappt die Falle zu. Tom Harrison und seine Frau werden wegen des Verdachts des Versicherungsbetrugs und der Brandstiftung festgenommen. Die Ermittler wollen Tom Harrison auch den Mord an Wendy Kratzert nachweisen. Sie gehen davon aus, dass er und Wendys Ehemann gemeinsame Sache gemacht haben. Die Zeit war gekommen, Ed Kratzert noch einmal aufzusuchen und ihn damit zu konfrontieren, dass wir die Harrisons verhaftet hatten. Wir hofften, dass er dann mit uns reden würde. Tatsächlich, Ed Kratzert entscheidet sich auszusagen. Er behauptet, es sei nicht seine Idee gewesen, seine Frau Wendy zu töten. Er habe mit den Harrisons lediglich darüber gesprochen, dass seine Frau ihn verlassen wolle. Daraufhin habe Tom Harrison angeboten, Wendy zu beseitigen, um an das Geld aus der Lebensversicherung zu kommen. Wendys Tod habe wie ein Unfall aussehen sollen. Die $100.000 habe man später teilen wollen. Jetzt haben die Ermittler endlich genug in der Hand, um die Verantwortlichen für den Tod von Wendy Kratzert zur Rechenschaft zu ziehen. Wenig später wird Ed Kratzert wegen Anstiftung zum Mord an seiner Frau schuldig gesprochen und zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Weil Luana Harrison sich beim Verhör geständig gezeigt hat, erhält sie eine 3-jährige Haftstrafe auf Bewährung. Tom Harrison wird wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt. Für den Mord an Wendy Kratzert hat er nie einen Cent erhalten. Und so rekonstruieren die Ermittler den Fall. Weil Tom und Luana Harrison an Wendy Kratzerts Lebensversicherung kommen wollten, beschlossen sie gemeinsam mit deren Ehemann Ed, die junge Frau zu töten. Sie lauerten der ahnungslosen Wendy in ihrem Ferienhaus auf. Tom schlug auf Wendy ein, bis sie tot war. Dann schleppten er und Luana die Leiche in den Wagen und fuhren ihn zum Aussichtspunkt am Blue Ridge Parkway.